Guten Morgen, ihr Lieben. Auf dem Plan steht für heute die Hibia-Line mal durchzuschnuppern, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe nämlich gesehen, dass auf der Hibia-Line einige Stationen sind, die ich mir gerne mal anschauen möchte. Und bevor ich jetzt viermal mit der Hibia-Line fahren muss, weil die relativ teuer ist, wollte ich mal ausprobieren, ob ich mir da ein Tagesticket holen kann. Und die Punkte, die ich mir rausgesucht hatte, waren Akihabara, Ginza, Roppongi, Hideo und eventuell noch Ueno. Aber bei Ueno bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob das auch mit auf der Hibia-Line drauf ist. Wenn es zu viel wird, werde ich dieses Video auch in mehrere Teile machen. Also quasi jetzt, ich habe keine Lust auf 15-Minuten-Videos oder so, nur damit ich so viel in ein Video reinpacke. Dann mache ich lieber 3 Videos, 4 oder 5 Minuten von 3 verschiedenen Stadtteilen, was ich meiner Meinung nach, finde ich, einfacher als ein 15-Minuten-Video hochladen zu müssen. Wird sich eh keiner anschauen. Das mit dem Tagesticket hat geklappt. Ich habe dafür jetzt 600 Yen bezahlt und kann 24 Stunden mit dem Ticket mit der kompletten Metro hier in Tokio fahren. Also günstiger komme ich da nicht dran. Deswegen dachte ich mir, wenn ich schon hier hinten in der Ecke bin und schon eine Stunde Zug fahren musste, kann ich jetzt auch einmal schnell 2 Stationen weiterfahren nach Ueno. Kann ich jetzt hier schon mal gucken, ob es im Ueno Park schon Kirschblüten gibt, die man sich anschauen kann. Nicht im Park drin. Also hier stehen schon die ersten Leute und machen tausende von Fotos. Gut, ich gehöre leider dazu. Ich habe auch schon genügend Fotos auf dem Handy jetzt. So, jetzt gehe ich aber mal kurz noch in den Park rein, weil Hanami-Zeit heißt, dass es dort auch sehr viel Streetfood-Essen gibt. Und das möchte ich mir jetzt gerne einmal anschauen. Und eventuell werde ich mir da gleich auch was Kleines zum Essen holen, weil ich weiß nicht, ob ich so lange warten möchte, bis ich gleich in Akiba bin. Und da weiß ich eh nie, was ich essen soll. Und so Streetfood essen mag ich. Und ja, mal schauen, vielleicht gibt es ja was Geiles. So, ich hoffe, das Video hat euch bis jetzt gefallen. Ich werde jetzt zurückgehen zur Station und dann werde ich weiter nach Akihabara fahren. Es ist jetzt gleich 14:45. Also ich habe noch ein paar Stunden Zeit, bis mein Ticket verfällt. Eigentlich noch 20 Stunden, mehr als 20 Stunden kann ich das noch benutzen. Ja, aber ich denke, ich werde das Video an der Stelle hier jetzt schon mal beenden. Ich finde jetzt ein Video, in dem ich Ueno, Akihabara und noch Roppongi zusammen reinpacke, wird vielleicht zu viel. Und Kirschblüten sind so schön, die haben ein eigenes Video verdient. Punkt aus Ende. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier an dieser Stelle bei euch und wir sehen uns halt in meinem nächsten Video, wenn ich nach Akihabara gehe.